Hallo Welt. Da sind wir wieder. Nein, wir sind hier. Da sind wir wieder. Und wir schauen uns in unserem... Ja, wir schauen uns in unserem mit Farbe beschmierten Haus um. Das ist nur Ketchup. Hier ist auch die Küche. Kein Wunder. Viel Ketchup. Kann schon mal passieren. Ist mir auch schon passiert. Wenn so eine Ketchup-Flasche dann mal explodiert. Wobei ich keine Ahnung habe, wie das sein kann, dass sie explodiert. Nein, mir ist keine Ketchup. Mir ist tatsächlich aber mal kurz vor der Party, ach, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, in einer der anderen Serien. Ich glaube bei Fallout habe ich das schon mal erzählt. Oh, wir haben ein eitel-elegantes Zepter. Eitel-elegantes Zepter. Vielleicht liest man das besser so vor. Gut, das haben wir bekommen. Und was habe ich gelesen? Was habe ich erzählt? Genau. Ja, vor der Party. Wir können gar nicht schlafen gehen. Hier ist nichts los. Also, das kann nicht der richtige Weg sein. Wir müssen anders irgendwie auf den nächsten Tag warten. Ja, was ist mir da passiert? Genau, ich wollte noch irgendwas dekorieren. Irgendwas Essensähnliches. Und da gibt es doch diese Spritzen. Also, ein Bäcker weiß, was ich jetzt meint. Was ich jetzt meine. Oder jemand, der Torten herstellt oder so. Da gibt es doch diese Tüten, wo man dann Sahne reinfüllt oder... leckere andere Sachen. Damit kann man eben Kuchen, Torten und sowas verzieren. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich damit verzieren wollte. Jetzt im Moment komme ich nicht drauf. Ja, das war das Letzte, was ich eigentlich machen wollte, bevor dann die Gäste auch kamen. Und das Ding ist explodiert. Die Küche sah richtig sauber aus und in der Küche sollte eigentlich die Party steigen. Meine dann. Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. Der größte, BTS. Was mich auch wundert, der größte Raum hier in der... Ach, hier haben wir schon. Ja gut. Der größte Raum hier in der Wohnung, was mich sehr stark wundert, da könnte man eigentlich 3 Räume draus machen, so groß ist die Küche in Anführungszeichen, denn eigentlich ist es keine Küche. Zu einer Küche gehören natürlich Geräte und nach einem Wasserschaden sind da keine Geräte mehr. Da ist die Küche, da steht noch der runde Tisch, den konnte ich noch retten und natürlich die Sachen, die sonst so da stehen, also naja. An der Wand hängt eine Tafel. Aber was soll ich eigentlich erzählen? Es ist der größte Raum und wenn Gäste empfangen werden, dann eben in der Küche seltsamerweise. Es ist nach der Eingangshalle auch der einzige Raum. Nein, der größte Raum nach wie vor. Ja, was machen wir? Hier können wir auch nichts machen, liebe Welt da draußen. Hey, Mephisto, das ist unser Plan. Ich komme hier gar nicht auf den Inhalt des Titels hier. Wir wollen nach Mephisto, wir kommen aber nicht hin. Wir sollen irgendwie warten oder irgendwas anderes erledigen. Wir kommen aber nicht hin. Nö, hier oben gehen wir nicht lang. Vielleicht gehen wir mal nach Kenny. Oh, da müssen wir unten lang. Geht nicht. Ja. Ja, da kommen wir nicht durch jetzt. Also Mephisto ist oben, da kommen wir auch nicht hin. Hier waren wir schon, da ist auch nicht... Die Katze? Die Katze haben wir abgegeben. Ja, ist alles gut. Ich glaube, wir gucken mal auf M, auf die Karte. M, öffnen, Karte. Sprachsteuerung. Na, so weit ist es noch lange nicht bei uns. Ja, was sollen wir sonst machen? Hier ist nichts. Hier oben sollen wir hin. 700 haben wir. 700 Machtpunkte. Also dürfte das eigentlich alles gar kein Problem sein, aber wir kommen nicht dahin. Wenn wir da sind, werden wir wieder zurückgeschickt. Ach, wisst ihr was, liebe Welt da draußen? Wir gehen einfach nochmal dorthin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt an irgendwas liegt, dass wir was falsch gemacht hätten. Glaube ich nicht. Wir haben hier ein episches Artefakt. Wieso? Ich habe doch geklickt. Ach so, man darf nicht klicken. Man muss... Ja, ich verstehe schon. Leertaste! Darum geht es. Ja, epische Sachen hier. Und wir haben den... Eid-elegantes Zepter haben wir. Den Artefakt, das Artefakt haben wir. Bringt uns aber nicht so viel. Social Media Megawaffe erzeugt ein FOMO-Feld mit umgekehrter Polarität, das mit jedem neuen Coonstagram-Follower exponentiell anwächst. Niedlich. Ja, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist denn... Moment, hier oben könnten wir das eigentlich schon austauschen gegen die fanatische Visage? Theoretisch ja. Bringt das denn was? Nein. Bewegung minus einen Punkt. Nö, dann wollen wir das nicht. Das wollen wir nicht, liebe Welt da draußen. Wir gehen jetzt weiter wieder zu Mephisto. Und ja,
Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass es hier weitergehen soll. Ich dachte erst, wir müssten... Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Moment, das haben wir doch schon mal gehört irgendwo. Ja, ich denke mal, weiter geht es nicht. Und wir gehen hier am Kino erst gar nicht vorbei. Ich weiß, was uns da erwartet. Ja, genau, wir gehen hier vorbei. Hier bekommen wir noch ein paar Dollars oder Cents wenigstens. Da, 0,5 Cent. 0,5 Cent? Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. 5 Cent, glaube ich. 0,5 Cent. Das ist ja wie in die Luft gespuckt. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wie in den Ofen geschossen. Das ist ja wie ins Knie ihr wisst schon. Das geht ja nicht. Nee, das gibt's nicht. Also, wieder nach oben. Wir ignorieren euch alle hier. Außer, wo ist er? Ach, der ist gar nicht hier. Ja, den treffen wir gleich noch. Hier sitzt er, glaube ich, auf der nächsten Bank. Hier, da ist er. Und, wie sieht's aus? Sag was. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein... Ha, wir haben ihn unterbrochen. Jo, ich bin so ein bisschen stolz auf unsere Furzkraft, dass wir sowas können. Ich würde sowas auch ganz gerne können. Nicht schlecht, wenn man damit fliegen kann und so weiter. Ja, trotzdem. Och nö, nicht schon wieder der Fisch. Der Fisch ist ja eigentlich der Rapper. Ich habe mir die Folgen ja nochmal angeguckt, von der 13. Staffel aus angesehen. Ja, die Staffeln davor, muss ich sagen, ich habe die dermaßen gesuchtet damals. Ich habe, glaube ich, jeden Tag nur South Park geguckt. Damals, also vor, als sie rauskamen damals. Und dann lange, lange, lange Zeit nicht mehr, weil das hat immer so lange gedauert, bis dann die nächste Staffel rauskam. Und ich habe mir gesagt, ja, ich bin ja ein sparsamer Mensch, sparen wir uns das einfach mal auf und warten brav, bis dann so ein, zwei Staffeln raus sind. Nee, aber ich konnte gar nicht warten. Ich habe mir die alle angeguckt. Und irgendwie habe ich gemerkt... Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Aha. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Links. Kaum zu übersehen. Wenn du in den Lüfter furzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Na gut, dann machen wir das doch. Oh, Moment, wir haben aber den Trick, den Zeitfurz haben wir noch nicht. Also. Naja, das war schon mal nichts. Ja, ich glaube, wir müssen diesen Furz erst lernen, oder? Wir haben ihn nicht. Was sollen wir denn machen, Tag und Nacht? Verändere die Zeit und lass es Tag oder Nacht werden. Haben wir doch. Juhu, da ist was Neues. Tada! Oh, das hat gebrodelt. Das war aber mehr als Erbsensuppe jetzt. Heilige Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl Nacht, Leute. Sind alle da? Jammelfleisch. Ah ja, kommt rein. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir da jetzt mitgehen oder bleiben wir lieber draußen? Ja, komm, wir gehen mit. Sonst hat das Ganze doch gar keinen Sinn. Oh, Moment. Ihr geht alle vor. Wir gucken mal hier rein. Hey. Jetzt aber... Extremes Gegengift, Verbrauchsgegenstand natürlich. Und wir haben die Sphäre Sublimer Einsicht Rezept haben wir auch noch erhalten. Hey, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe, hier gibt's so viele schöne Sachen. Ihr habt das alles übersehen. Wir kommen doch schon rauf. Nicht durch den Schnee, bitte. Schneematsch. Matsch, Schnee. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir. Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Ja. Gut, es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja.
Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, ha? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des vierärschigen Gorillas verpassen. Oh ja, oh, okay, die Frage war berechtigt, was bringt das? Okay, bei Schweinen, liebe Welt da draußen, kann ich es mir vielleicht noch denken. Allerdings, ja, so sehr auf diese Gase von Schweinen sind wir ja noch nicht gemünzt, also da können wir noch nicht so viel mit anfangen. Allerdings wäre das Einzige, was mir irgendwie in den Sinn käme, was vielleicht noch ein bisschen Sinn machen würde oder könnte. Ja, können wir hier oben was rausnehmen? Nein. Aber der hat ja richtig viele Mitarbeiter hier. Das wusste ich gar nicht. Oh, die Fledermaus. Ah, wir haben was gefunden zum Öffnen. Ja, das lässt mich doch schon wieder die Augenbrauen nach oben ziehen. Hier sind doch auch Sachen, die wir finden können. Vielleicht irgendeinen Anzug noch. Das wäre ganz nett. Aber wie es aussieht... Nein. Du kleiner Scheißer! Ich könnte dir helfen. Na, der merkt das doch gar nicht in seiner Gasmaske. Können wir das hier einschalten? Warum wollen wir den Esel mit den vier Popos einschalten? Hier unten hat er ein Alien irgendwie drin oder mehrere Aliens. Hey, das sind auch die bösen Aliens aus dem Film Aliens. Ja, ja, die müssen wir ja nicht unbedingt wecken. Okay, wir gehen hier. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Half-Life, das wäre noch das Half-Life. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Der Aufzug ist cool. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence Randy. Kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Ärsche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig. Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gönner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechsklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Ärsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Ärsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Oh oh, das war's. Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's, der Kuhn. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Hilf ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc.
Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Oh nein! Oh. Wer weiß, was die drauf haben. Besiege die mehrarschigen Katzen. Na gut. Einmal machen wir es, liebe Welt da draußen. Ist Kolgal nicht weit. Tut mir leid, Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Sehr beruhigend. Das sagt man Kindern dann auch. Klasse. Da, wir kriegen gar nicht viele mit, aber wir können zwei von diesen Urinbehältern können wir zerstören, okay? Ist das gut? Ihr müffelt alle. Die Mistviecher beißen und kratzen wie blöd. Nein, ich will nicht gekratzt werden von so einem fälligen Ding mit vier Popos. Ein Zug weniger für die Bösen. Da, sie kippt um. Shit, da kommt eine Katzenattacke. Naja, da können wir nichts gegen tun. Lass Wunderarsch in Ruhe, du Versager. Die Katzen sehen ja süß aus, sind sie aber nicht. Lauf zu euren Sturmbunkern. Na, du kannst doch auch richtig was. Wonder Tweak. Ja, schnapp sie dir ruhig so. Bleib cool! Chill mal kurz, okay? Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Ach so, ja richtig, du kannst ja auch was. Oh, Moment, da sind noch Katzen übrig. Hier vorne die... Ah ja, die schnapp sie dir. Ich finde das Signal. So gut wie am Ende ist sie. Ha, wir werden doch. Schlimmer als der Tod, arme Sau. Ah, das hier ist der Türöffner. Ja. Nein. Das war nicht gut. Allerdings. Ich meine, wir sind taffe Viertklässler. Wir werden doch gegen Katzen ankommen, oder? Hey, was war hier so grün? Oh, die Katze hat sie alle verstärkt. Jetzt Angriffsverstärkung. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Egal. Alle drauf. Ich weiß nicht so recht. Gib lieber irgendjemanden Schutz hier. Schütze unser Callgirl oder schütze uns? Schütze uns, das ist besser. Nein, kannst du gar nicht. Ja gut, dann Callgirl. Callgirl, du wirst geschützt. Gekitet. Kite sie. Hm, er hat sie gekitet. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. Könnte mit dem Arschzuschlag zusammenhängen. Du solltest ruhig vorher sagen können, finde ich. Aber na gut, wir stupsen sie erstmal zurück hier. Wurzelschlag! Jawohl, so sieht's nämlich aus. Oh, das war wohl das Aquarium. Wieso lässt sich das von hier steuern? Warum nur, ja? Keine Sorge, das poste ich nicht. Oh. Und Wonder Tweak, du kannst hier deinen Oberblitz wieder einsetzen, aber dafür müsstest du einen Schritt zurückgehen. Oh, so erreichst du 2, so erreichst du auch 2. Hm, dann bleib da und erreiche die 2 hier vorne. Ein Sturm zieht auf! Den Rest schlagen wir schon zurück. Zeigen wir es den Scheiß-Trollen! Wer ist dran? Wer ist dran? Wer will? Wer will? Wer ist der Nächste? Ha? Wer will nochmal? Wer? Seit wann haben Katzen ein Smartphone? Nichts zu merken, Identitätsdiebe! Die Katzen sind besser als ich. Die haben ein Smartphone. Ein funktionierendes. Ich hab nur. Den Zorn von Humankind. Ich hab nur kaputte Dinger. Hier, Kumpel! Ach, die Katze! Die Katze. Naja. Egal, wir schnappen sie uns. Dann seid ihr alle am Ende, so ziemlich. Also ein bisschen könnt ihr noch, aber naja, die eine da hinten kippt um. Guter Schuss! Hey, die haben wir gar nicht erreicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Uns geht's nicht gut, uns wir kippen um.
Toll. Interessant. Der Knopf hat dreimal hintereinander was anderes gemacht. Ja, du kennst dich ja gut aus in deinem Labor. Super. Ast rein. Oh, hier vorne das Fass wollen wir aber nicht zerstören, oder? Hey, dabei kann Wonder Tweak kann richtig viel noch aushalten. Vielleicht wollen wir das doch mal zerstören. Ich habe schon ganz hoffentlich alle geimpft, oder? Ich hoffe, wir sind alle lebensversichert. Geimpft. Das interessiert ihn jetzt. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Call Girl, dein Flashmob, aber natürlich, ja damit. Oh, hoppla, geht nicht. Doch, geht. Seht ihr die geweiteten Pupillen und die verstärkte Speichelproduktion? Diese Vierescher werden langsam extrem aggressiv. Langsam? Hey, warum lässt er sie raus? Oh Mist, naja, irgendwann lachen wir drüber, falls wir das überleben, was wir nicht werden. Ja, wir werden drüber lachen, mit Sicherheit. Nein, das ist nicht gut. Ein frischer Wind zieht auf. Okay, Humankind, du musst uns wiederbeleben. Oh, du kannst uns nicht wiederbeleben. Du kannst uns wiederbeleben, wenn du unten in die Ecke gehst. Kommst du da hin? Nee, kommst du auch nicht. Ah, hier kommst du hin. Und nun flieg! Kannst du ja gar nicht. Ja, nein. Vorsicht. Wir können das hier. Ja, das tun wir euch mal an. Zurück mit euch! Fällige Viecher. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Problem habe mit fälligen Viechern irgendwie? Doraphobie. Eine Schleimkugel. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh nein. Oh, warte. Das ist unser Zug. Du darfst nicht. Du kommst später vielleicht nochmal dran. Vielleicht. Oh, das ist nicht gut. Genau. Weg mit dem Meerschweinchen. Katzen oder was auch immer das Fällige ist. Moment, eine kannst du doch bestimmt erledigen, aber welche? Ja, die hier hinten kann nicht mehr viel, die hier unten kann noch ziemlich viel, diese hier. Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Vorsicht. Gleich riecht's hier verbrannt. Ja, du solltest zurück und du solltest dir unseren Wonder Tweak mal wiederbeleben. Ach, besser ist das. Hätte das sicher auch gemacht. Sicherlich. Wo ist dein Craig? Bitte schön. Super Craig. Ach ja, richtig. Zieht auf. Jetzt bist du dran. Oh, warte. Du kriegst gleich drei von denen. Schwupp. Jawohl. Naja, zwei wenigstens. Okay, die beiden. Das ist schon okay. Nimm sie dir. Und wir können doch auch was hier. Ach, das ist wunderbar. Ach, das ist klasse. Katzen. Wir schaffen doch Katzen. Ja, zwei auf einen Schlag. Sehr schön. Oh nein, oh nein. Oh, diese spitzen Krallen und all das Fell. Oh, das ist nicht gut. Nein, das ist auch wirklich. Ich bin auch nicht so begeistert von jetzt. Ah, die können ja doch noch richtig viel. Sobald das Internet aus der Mode ist, kannst du sicher wieder normal leben. Na, mit ihrem Katzenschrei hat sie jetzt geheilt. Nicht gut. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Okay, du musst uns schützen oder uns hier so einen Drink verpassen. Wie wär's denn mal mit so einem Burrito? Nein, Taco. Taco Supreme. Wie wär's denn damit? Er reicht nicht an uns ran. Er reicht nicht an uns ran, liebe Welt da draußen. Er reicht überhaupt nicht an uns ran. Er reicht auch so nicht an uns ran. Aber Moment, irgendein Schutz muss... Oh nein, der kann uns gar keinen Schutz geben. Nichts. Ach Mensch, du bist Kite. Mal sehen, Luftdruck bei 1014, leichter Aufwind. Du bist Human Kite, ich weiß schon. Kannst du uns an einen ranziehen, kann er uns auch nicht hier. Och Menno. Wer könnte Wonder Tweak könnte er heilen? Ja gut, dann heile wenigstens Wonder Tweak, wenn du sonst schon nichts kannst. Oh, danke.
Wonder Tweak ist dran. Ja, richtig, so viel Druck. Lass Druck ab. Ah, die kriegt er auch nicht beide. Ich verstehe schon. Die da oben kann zu viel und die hier unten auch. Na toll. Ganz toll. Ja, dann mach das doch genau. Mach das doch so. Oh, du kannst uns aber heilen. Das ist gut. Oh, Scheiße, Heilregen auf uns. Warum tut keiner was? Heilregen. Wir dürfen doch nicht. Wir dürfen doch nicht sterben. Für dich. Super, danke, Super Craig. Wonder Tweak. Ja, wir sind dran. Jetzt geht's euch aber richtig an den Kragen. Oh, das ist nicht gut. Oder hier unten hin. Moment, Moment, Vorsicht. Katze, bleibt Katze. Im Zweifelsfall irgendwas schlagen. Ja, ja, okay. Nee, können wir auch nicht dran. Dann der Wurzelknall nochmal. Okay, oder? Ach, die können wir hier vorne erwischen. Ja, super. Dann bitteschön. Gut gemacht. Aber ich fürchte, ihr seid arschlich. Zeit für ein sauberes Mobbing. Ach, wir können schon wieder den Flashmob rufen. Her damit! Flashmob! Hätte ich mal nicht diesen Knopf gedrückt. Hättest du wohl nicht tun sollen, ja. Ein paar Einäscher konnten viel Äscher besiegen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Von wegen. Laser online! Wir sind Super Popo. Klauennarben haben wir erhalten. Kostüm, das müssen wir unbedingt demnächst ausprobieren. Wir haben das Glas mit Arsch-Urtierchen erhalten. Biogefahrengut, 50 Mal sogar. Und $6,27. Ja, das nehmen wir alles gerne mit. Meine armen Viecher, wir müssen aus dem Labor raus. Vielleicht. Vielleicht können wir durch die größeren Räume. Hier lang, Kinder. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, liebe Welt da draußen. Nein. Okay, diesmal funktioniert's ganz sicher. Ja, aber nicht mehr in du dieser Folge. Du kannst mich verlassen, wenn da irgendwas passiert. Aber nicht mehr in dieser Folge. Da unten, rechts unten liegt ein Kopf. Ach, hier liegen überall Köpfe und alles Mögliche rum. Ja, nicht mehr in dieser Folge, liebe Welt da draußen. Wir sind am Ende der Folge schon seit längerer Zeit. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.